Ich bin nur für die Begrüßung zuständig und der Herr Helbig führt euch gleich einmal durchs Unternehmen. Ihr könnt euch nachher hier auch mal ein bisschen umschauen. Wir machen also, wie gesagt, erstmal hier Metallfertigung, was wir hier in diesem Unternehmen machen. Dann machen wir oben Holzvorfertigung und Endmontage. Dann geht man ruhig mal die Büros. Der Schall hat das ja schon alles gesehen. Wo ist er? Ja, ihr kennt das ja schon alles. Hat ja auch hier gearbeitet. Ihr könnt auch mal gucken, wie die Büros so sind oder sein sollen. Das ist sehr schön. Und dann kommt er nochmal hier hin. Dann haben wir nochmal so ein bisschen Getränke für euch. Dann gucken wir nochmal, wer eine oder andere Frage hat. Würde ich dann auch gerne beantworten, wenn es nicht der Helbig schon gemacht hat. Und dann schauen wir mal. Wie lange, was habt ihr an Zeitfenster mitgebracht? Wir müssen um 12 Uhr im Amtsrat sein. Gut, das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Wenn wir vielleicht so um 11, 4 nach 11, gehen wir auch sagen. Herr Dommes ist der Chef des Hauses. Ich muss auch arbeiten. Trotzdem muss ich arbeiten. Ja. Müsst ihr nur daran denken, gerade wo ich die Kamera sehe, hier im Metallbereich, wo die Pulverbeschichtungsanlage ist, da dürft ihr nicht mit Blitz fotografieren. Ihr könnt alles fotografieren, nur noch mit Blitz hier, in diesem Bereich hier, wo die Pulveranlage ist, weil der Raum mit Fotozellen abgetastet wird wegen Staubexplosionen, dass das nicht passieren darf. Da geht unsere Feuerlöschanlage los. Also fotografieren könnt ihr alles, nur nicht mit Blitz hier. In den anderen Hallen sind drei Hallen, eine ist hier, dann haben wir nochmal links und rechts Hallen, da könnt ihr fotografieren und oben könnt ihr auch alles, wenn man ein Bild machen möchte, kein Problem. Haben wir die Ihre Studentin schon dabei? Bitte? Nein, nein. Was denn? Ihre Studentin? Ja, klar. Wo ist sie? Ja, da hinten. Da hinten. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt hier bei Febri und wir sehen uns nachher nochmal, ja? Sehr laut, da werden wir nicht so ganz viel reden können. Müssen wir dann machen, wenn wir aus dem Maschinenraum raus sind. Dann können wir uns.
Ja, gerne. Müssten Sie vielleicht noch ein bisschen sagen, wie Sie es haben wollen? Ja. Jetzt hat er keinen Blitz mehr. Nee, jetzt habe ich keinen Blitz mehr. Wir haben insgesamt so ca. 170 Personen beschäftigt mit Außendienstern, die in ganz Deutschland. 170 ungefähr. Ja. Ja gut, wir haben uns auch große Ziele gesetzt. Gerade mit einem großen Maschinenhersteller, gerade in Verhandlung. Wir wollen in Rom mehrere neue Maschinen kaufen, sage ich mal, in der Holzfertigung, weil wir auch mehr Umsatz machen wollen. Wir haben uns so eine Vision gemacht, wo wollen wir in 5 Jahren sein, also 2020. Da sind wir jetzt schon seit einem Jahr, sind wir schon dran, das Projekt zu machen. Die ganze Fertigung umzustrukturieren, was brauchen wir, neue Maschinen, solche Dinge, da sind wir jetzt bei und jetzt sprechen wir mit den Maschinenherstellern, damit wir auch wissen, was das alles kostet, sage ich mal. Das sind ja auch mehrere Millionenbeträge und ja, wir müssen immer in den Portemonnaie gucken, ob auch Geld da ist, um es auszugeben zu können und, ja, und so werden wir das jetzt schrittweise abarbeiten, dass wir das auch in 2020 erreicht haben, was wir uns für Ziele gesetzt haben. Das waren da schon alles neue, moderne Maschinen, die wir gesehen haben. Ja, aber da sind trotzdem auch Maschinen, muss was Neues kommen. Ich weiß nicht, ob ihr so kennt, es gibt ja so den Spruch, sag ich mal, die Produktion 4.0, wird viel darüber gesprochen und auch geschrieben, sag ich mal, das ist so praktisch die ganze Datentechnik in der Fertigung, dass man grundsätzlich immer weiß, wo liegt das Material, wo ist es, dass es auch mannlos immer wieder transportiert wird. Und da sind wir also bei. Da gibt es so eine, wir haben uns jetzt in letzter Zeit einige Maschinen angeguckt. Sag ich mal, die ganze Aufteilsäge, wo ihr oben reingegangen seid, sag ich mal, da arbeiten heute 2 Personen. Das wird in Zukunft wahrscheinlich auch nur noch ein Roboter machen. Da steht ein Roboterarm, der nimmt die Teile auch von der Säge weg und legt es dahin oder stapelt es dahin. Das ist heute alles machbar, sag ich mal. Aber wir müssen, Deutschland ist ja nun auch ein sehr hochpreisiges Land, sag ich mal, von Lohnland auch, sag ich mal. Und wir haben auch ganz stark den Konkurrenzkampf aus den Ostländern, sei es Polen, bringt sehr viel Möbel hier rein. Da müssen wir uns natürlich diesen Anforderungen immer stellen und gucken, wo können wir rationalisieren, um auch die Fertigung auch hier immer am Standort Herford auch zu lassen zu können. Wir sind also auch sehr verbunden hier mit unserem Land, auch unsere ganzen Lieferanten kommen sehr nah aus unserem umgehenden Umfeld heraus. Das macht uns natürlich auch stark, dadurch können wir sehr viele Projekte machen, sehr viele Sonderlösungen, weil wir eine extreme Fertigungstiefe haben und können das schnell reagieren und wir müssen nicht auf Zuliefer arbeiten. Das ist immer von den ganzen Informationsfluss, das ist immer etwas einfacher zu fertigen. Ja, ist sehr technisch, sag ich mal. Bitte? Ferro ist nur in Herford oder gibt es noch Nein, andere, in anderen Städten? Nein, Herford gibt es nur hier. Wir produzieren nur hier am Standort. Wir haben noch eine Ausstellung in Süddeutschland, in der Nähe von Nürnberg. Aber produziert wird nur hier. Und haben Sie Gesellschaften in anderen Ländern? Oder? Ja, wir haben einen Gesellschafter in Luxemburg, der noch zu uns gehört. Und ja, und dann sind wir insgesamt noch 3 Gesellschafter, sag ich mal. Gestartet sind wir vor 20 Jahren
Mit insgesamt waren wir damals 6 Gesellschafter. Dadurch sind aber mit den Jahren auch einige ausgeschieden durch Altersfluktuation, sag ich mal. Einer unserer Gesellschafter ist gestorben. Und dann haben wir auch noch zwei Fachhändler gehabt, in den Luxemburg und in Holland. Davon ist aber auch schon einer ausgeschieden, sag ich mal, der wollte da nicht mehr mitmachen. Haben wir die Anteile angekauft und haben sie in Unternehmen gelassen, sag ich mal. Mittlerweile sind wir 3 Gesellschafter und das ist auch immer gut, sag ich mal, die Gesellschafter, dass die auch, die arbeiten im Unternehmen auch im Grunde dazugehören, sag ich mal. Das finde ich, Entscheidungsfindung immer einfacher, als wenn man noch einen Geldgeber hätte, sag ich mal, der nicht unmittelbar auch mit dem Unternehmen verbunden ist, sag ich mal, der nur die Dividende in meinem Auge hat. Das ist immer dann sehr kompliziert, wenn man gerade hohe Investitionen machen möchte. Das kann man sicherlich mit Leuten, die direkt im Unternehmen arbeiten, immer besser abbilden, sag ich mal, als wenn man nur einen Geldgeber hat, so wie es heute Aktiengesellschaften, solche Firmen, die sind sehr, sehr orientiert immer nach Gewinnen und Dividenden, sag ich mal. Und das findet hier nicht so statt. Wir müssen gerade jetzt so in den nächsten Jahren, werden wir sicherlich in dem Holzbereich oben ungefähr ca. 10 Millionen investieren. Das kann man nur machen, wenn man eine gute Eigenkapitalquote hat. Ich weiß nicht, ob euch das sowas sagt, aber wir haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote, da haben wir immer Wert drauf gelegt. Und wie gesagt, unser Herr Homburg, der jetzt mittlerweile auch verstorben ist, der auch das Finanzielle auch gemacht hat, das war für ihn auch immer sehr wichtig oder auch für uns alle immer. Und das Erbe werden wir auch weiterhin tragen, dass Febo immer auf guten finanziellen Grundlagen steht, dass wir uns nicht zu viel Geld leihen müssen von den Banken, denn das ist auch nicht immer gut fürs Unternehmen. Und wie viel das Unternehmen Febo, sag ich mal, der Name, der gibt es, glaube ich, mittlerweile jetzt auch schon fast 90 Jahre, glaube ich. Also, gab es mal einen Felix Brünger, ein ganz alter, der ist vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen, mit Holzleisten, glaube ich, sind die damals mal angefangen, so wie ich das selber mal weiß. Und dieses Unternehmen ist jetzt das neue Febo-Unternehmen, weil Febo alt ist in finanziellen Schwierigkeiten gekommen, 1996. Da wurde das im Grunde genommen liquidiert, in den Konkurs gegangen. Dann haben wir das ja mit 4 Mitarbeitern wieder gegründet. Wir sind, und deswegen habe ich eben schon gerade gesagt, wir haben jetzt gerade in diesem Monat, also am 4. November, hatten wir 20-jähriges Bestehen und in diesem Monat haben auch 40 Mitarbeiter Jubiläum, 20-jähriges. Wir sind damals mit 40 Leuten ungefähr wieder gestartet. Der Helwig hat auch Jubiläum. Nächsten Monat ist 15 Jahre dann schon bei uns, habe ich gerade heute Morgen gesehen. Und wir machen jetzt, aus dem Grunde machen wir jetzt am 2. Dezember, am Geburtstag von Herrn Busner, machen wir auch so eine kleine Zusammenkunft. Und jeder kriegt auch ein kleines finanzielles Präsent, sag ich mal. Und wir kommen einfach mal zusammen, weil das aber wirklich die Leute sind, wo wir vor 20 Jahren gestartet sind. Denn die 4 Mitarbeiter, mit denen wir das hier also gegründet haben, wieder damals, und diese beiden Fachhändler, das war so ein typisches Management-Buyout, sag ich mal. Wir haben alle in dem alten Unternehmen gearbeitet. Und so viel Geld hatten wir ja auch nicht auf der hohen Kante, sag ich mal. Wir haben aber ein bisschen was zusammengekratzt, sag ich mal, dass wir wieder neu starten konnten, sag ich mal. Muss man studieren, bevor hier arbeiten? Nein, nicht unbedingt nicht. Also ich persönlich habe auch nicht studiert. Ich weiß nicht, ob Helwig was er für eine Schulbildung hat. Ich habe als Model, ja, ich bin typischer, sag ich mal, ich komme aus der Konstruktion, ich habe praktisch wirklich nur Volksschule gemacht, sag ich mal. Aber da sollte man sich heute nicht mehr verlassen. Es ist heute schon, ihr habt ja die Maschinentechnik gesehen, das ist schon. Eine gute Schulbildung ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch in allen Bereichen, sag ich mal. Das ist, muss nicht immer, aber überall, aber in vielen Dingen ist das schon ganz wichtig. Aber ich, so wie ich euch hier einschätze, sag ich mal, seid ihr alle da ja ganz gut auf dem Fuß, sag ich mal. Ihr geht ja alle noch zur Schule, dann gehe ich auch raus. Und das ist auch wichtig. Und gerade für euer Land ist es auch wichtig. Schulbildung ist ganz, ganz wichtig. Deswegen wünsche ich euch auch da viel Erfolg für die weiteren Jahre, die ihr denn zu Hause auch seid, bei euren Familien wieder, und ich glaube, ihr fahrt morgen, ja, fahrt aber wieder zurück. In anderthalb Wochen sind sie wieder zu Hause. Ja. Ja, dann wünsche ich euch gute Heimfahrt dann auch wieder und schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, wieder, es hat euch ein bisschen gefallen und alles Gute. Herr Thomas, ich bedanke mich im Namen des Vereins Brückenflach Ukraine, dass wir auch in diesem Jahr wieder hier sein durften. Selbstverständlich. Machen wir immer gerne. Im nächsten Jahr kommen wir wieder. Da gehe ich zu. Und wir uns auch im nächsten Jahr wieder sehen. Ja. Nein, wir sehen uns eher wieder. Ja, gut. Ja, gut. Gut. Danke. Dann lasse ich euch. Jawohl. Ja. Ja. Gut.
für die Heimreise. Dann haben wir noch einmal so eine Klatte, so eine Februklatte, da könnt ihr euch was reinschreiben. Und einmal so eine Produktübersicht über Februar, gerade so die neuen Fotos. Das ist unser neues Auftritt, das ist ein ganz neues Buch, was wir rausgebracht haben jetzt gerade.